Mann, ey, diese elende Dürre, die ist schon so lange da und die geht einfach nicht weg. Ja, genau wie es Elia gesagt hat. Warum macht Baal denn nichts? Ja, Elia, der regt mich so auf, dieser Typ. Wenn ich den in die Finger kriege, der kann was erleben. Oh, guck mal, da kommt er ja gerade. Ey, Elia, mach doch jetzt mal diese Dürre weg. Du hast gesagt, irgendwann machst du es, aber du machst es einfach nicht. Was soll das denn? Tja, solange ihr nicht auf meinen Gott vertraut, kann ich die Dürre nicht auch nicht wegmachen. Aber ich habe einen Deal. Du kommst mit deinen Baalpriestern auf den Berg Karmel und da fordere ich euch heraus. Mein Okay, Gott gegen euren Gott. wir sind dabei. Ja, wir werden Wird sehen. ja gelacht, wenn wir verlieren. Meine Damen und Herren, willkommen auf dem Berg Karmel. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein grandioses Machtduell zwischen dem Gott Baal und dem Gott von Elia heute anzuschauen. Hinter mir sehen Sie schon den prunkvollen, grandiosen, goldenen Altar mit einer Statue von Baal. Und dort sehen Sie Elia, wie er gerade seinen Altar aufschichtet. Bin mal gespannt, was der da fabriziert. Auch das Königspaar ist erschienen und eine jubelnde Volksmenge. Auf geht's Ball. Voran, jawohl. Mögen die Festspiele beginnen. Muah. Und jetzt, da kommen sie schon, die von uns allen geliebten Balpriester. Oh, sieht aus, als hätten die Balpriester sich schlapp getanzt. Naja, gehen wir weiter zu unserem nächsten Kandidaten, dem Elia. Erholt euch mal gut. So, Elia, und was hast du vor zu machen mit deinem Altar? Ey, du da drüben, hol mal ein Glas Wasser und kipp das hier drauf. Oh, Wasser? Dann brennt es doch noch viel schlechter. Tja, aber mein Gott ist so mächtig, der kriegt es auch so hin. Ja, wir werden sehen. Und ich werde es einfach zu ihm beten und dann werde ich ja schon sehen. Ich habe einen Sicherheitsabstand. Wow, es hat geklappt. Danke Gott. Der ganze Altar brennt sogar. Juhu, mein Gott ist der Beste. Oh. Run. Nachdem die Okay. Baalpriester alle geflohen sind, unterhalten sich Ahab und seine Frau Isebel. Plötzlich stößt Elia zu ihnen hinzu und er spricht zu ihnen: Schon bald wird die Dürre vorbei sein. Und er verschwindet.